Herzlich willkommen zum Energieupdate für die Woche vom 3. bis 9. Juni 2024. Mein Name ist Heike Bartels und ich teile jetzt mit euch, was mir meine Guides für diese Woche mitgegeben haben. Das erste Thema ist Vereinigung mit anderen. Dabei geht es darum, dass wir die Macht unseres Geistes und unsere kommunikativen Fähigkeiten nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Und dabei geht es natürlich um Klarheit und um Liebe, denn wir wissen, Kommunikation ohne genau das funktioniert gar nicht. Je klarer wir uns ausdrücken und je liebevoller wir das tun, desto schneller erreichen wir unsere Ziele. Und darum geht es jetzt. In dieser Energie, die wir jetzt haben, Neumond-Energie, also auch Neuanfang, gute Zeit für neue Projekte, wenn du irgendwas beginnen möchtest. In dieser offenen Energie geht es auch darum, Neues zu lernen und neue Ideen zu haben, Ideen auszutauschen mit anderen oder Brainstorming zu machen. Und es geht auch darum, zu gucken in unserer direkten Umgebung, genau darauf zu achten, was sind die Neuigkeiten hier, wo gibt es Informationen, die hilfreich sein können, denn das könnte jetzt passieren. Also da wirklich aufmerksam zu sein, im Klartext den Nachbar auf der Straße nicht nur zu sehen, sondern ihn zu grüßen und vielleicht auch zu fragen, wie geht's dir? Das ist jetzt genau der Unterschied, dass wir also mehr in unserer direkten Umgebung mit den Menschen kommunizieren und gucken oder aufmerksam werden, wenn da etwas ist, was unsere Ziele inspiriert oder uns inspiriert. Ja, gleichzeitig geht es darum, darauf zu achten, dass extreme Haltungen oder Sichtweisen genauso wie in exzessiver Art und Weise kritisch zu sein oder sowas, ja, sehr, sehr harsch, das natürlich etwas ist, was wir nicht brauchen. Und da dann unsere Energie vielleicht auch abzuziehen jetzt mehr, um sie eben auf diese harmonischen, liebevollen Energien und Möglichkeiten zu lenken und zu konzentrieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt einen spirituellen Lehrer, der immer von dem Ganzkörper-Ja spricht. So, ja, entire body yes. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich zu einer Sache, einer Information, einem Menschen in dieser Art und Weise hingezogen fühlst, wunderbar, genau richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darfst du auch Abstand halten oder nehmen. Ja, es ist also ganz wichtig, dass wir jetzt unsere Fähigkeiten, uns mit anderen zu verbinden, nutzen, um Innovationen nach vorn zu bringen oder zu initiieren, Projekte zu initiieren und entschlossen zu führen und auch zu handeln. Ja? Und das Ganze immer im Kopf behalten mit Liebe natürlich, nicht mit, ja, emotionslos, ja, das empathielos, das wissen wir, wo wir das finden und bekommen können. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, zumindest diejenigen, die hier dieses Update hören, dass wir das nicht unbedingt brauchen und etwas anderes anstreben, vor allem in dieser Welt. Das zweite Thema ist Romantik. Und zwar haben wir eine astrologische Konstellation, Venus-Konjunktion, also harmonischer Aspekt zu Sonne und Mond. Sonne repräsentiert ja das Männliche, der Mond das Weibliche. Und das in Verbindung mit Venus ist sozusagen, ja, besser kann man das Ganze nicht haben. Wenn du also jemanden kennenlernen möchtest oder eine neue Beziehung dir wünschst oder auch vielleicht dich erklären möchtest irgendwo, dann ist das genau die richtige Zeit. Auch wenn man etwas machen würde, was richtig viel Spaß macht, dann ist das genau richtig. Also Gruppenaktivitäten, die Freude machen, zu beginnen oder daran teilzunehmen. Das ist genau richtig jetzt. Und dann auch sich mal zu fragen, was ist der derzeitige Stand deiner Beziehung? Und damit meine ich nicht unbedingt notwendigerweise eine Liebesbeziehung. Es kann auch eine freundschaftliche oder eine familiäre Beziehung sein.
und sich dann zu fragen, wie kannst du die noch mehr bereichern? Oder vielleicht ist sie ja auch so fantastisch, dass du dir nichts mehr wünschst. Dann ist es auf jeden Fall gut so, denn das kann für die Zukunft, wollte ich sagen, eine Bedeutung haben, wie es jetzt ist. Ja, es kann also sehr signifikant sein. Und insofern ist es ganz wichtig zu gucken, wie zufrieden bist du damit? Ja, oder was denkst du darüber gerade? Ja, wir sind also in einer ganz wundervollen Woche für alle möglichen Arten von romantischen Erfahrungen. Und natürlich kann man diese Energie auch nicht nur für Beziehungen nutzen, sondern auch für die Arbeit. Vielleicht möchtest du jetzt mit deinem Herzensbusiness beginnen. Mit dem, was man so als Lebenssinn oder Calling bezeichnet. Und hattest bisher immer noch das Gefühl, so jetzt ist nicht der richtige Moment. Vielleicht hast du jetzt ja dieses Ganzkörper-Jahr und möchtest in dieser Energie damit starten und das nutzen. Oder auch dich fragen, was ist das eigentlich, was mich wirklich so sehr erfüllt, dass ich es auch umsonst machen würde. So wie das, was ich hier jetzt gerade mache. Ja? Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Frage stellst, wenn es darum geht, dich zu fragen, was ist das, was ich wirklich gerne machen möchte. Würdest du das freiwillig, unentgeltlich tun? Und ohne auf die Uhr zu schauen. Genau. Ja, es muss also nicht immer mit Romantik, nicht immer um Beziehungen gehen. Ne? Man kann auch wirklich alle Herzensangelegenheiten dazu zählen und das kann auch der Job sein. Das ist ganz, ganz wichtig und es wird jetzt auch immer wichtiger. Die Botschaft der Meister war: Wie kannst du dein Leben mit mehr Liebe anreichern? Oder wenn du eine Entscheidung treffen musst, dich zu fragen, was würde die Liebe tun? Vielleicht bringt dich das weiter. Vielleicht bist du auch in deiner derzeitigen Beziehung nicht glücklich oder erfüllt. Und dann ist es immer ganz wichtig, unabhängig jetzt davon, was es für eine Beziehung ist, kann sich um jegliche Arten von Beziehungen handeln. Was macht den Zauber dieser Beziehung aus? Wie hat es angefangen? Da gab es immer einen Moment und Gründe, weshalb man sich mal füreinander entschieden hat und zueinander bekannt hat, vielleicht auch öffentlich. Und genau das, sich ins Gedächtnis zurückzurufen und das auch zu fühlen, das ist das, was unsere Beziehung wieder bereichert. Ja, auch sich die Qualitäten des anderen Menschen noch mal vor Augen zu führen und immer wieder und mehr daran zu baden, das ermöglicht diesen Menschen nämlich auch die Seiten, die man eigentlich als Schwächen sieht oder nicht so gerne mag, zu verbessern. Dadurch, dass man es anders sieht, werden auch die in der Frequenz angehoben und dann sinkt das Konfliktpotenzial auf natürliche Weise ab. Genau. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Nochmal alles, alles Liebe von den Guides. Und natürlich wäre es wunderschön, wenn ihr den Kanal irgendwie abonniert oder sonst wie unterstützen würdet. Denn das unterstützt dann vielleicht die Verbreitung. Und das ist natürlich das, was uns hier gerade so wichtig ist. Dass es mehr Menschen gibt, die inspiriert und mit Leichtigkeit und Liebe durch diese so herausfordernde Zeit gehen. Deshalb bitte auch gerne Feel Good Workout Heike Bartels abonnieren. Das ist mein physischer Kanal, wo die Guides uns helfen, die Energien durch unseren Körper zu prozessieren und auch Trauma zu verarbeiten. Und die tägliche Dosis gibt es auf Instagram @HeikeDance. Also bitte gerne überall vorbeigehen, damit wir einfach mehr Menschen erreichen und mehr glückliche, gesunde Menschen auf diesem Planeten haben. Alles, alles Liebe und wir sehen uns in der nächsten Woche.